willkommen zurück zu Let's Play 663. Ich habe ein bisschen fies aufgehört mit dem Bosskampf. Und er fängt gleich mal mit seiner Mega-Attacke an. Ah, das hat wehgetan. Wir hauen jetzt mal. Vielleicht machen wir dich los. Aber er war nicht mit der Attacke. Oh ja, der kann sich heilen. Aber wir haben ein Fenster auch erledigt. Ab zum gleich weg. Sie bevor wir zuhauen. Noch 41 war der Leben. So, wo man vergiftet aufpassen auf seine Kampf. Was macht er nicht mehr? Ha, okay. Danke. Wunderschöne Explosion. Nicht strahlen. Bilderbuchmäßig, nee, nicht Bilderbuch. Es gibt keine Explosion im Bilderbuch. Ja, wie für den. Es gibt keine Explosion in Bilderbüchern. Was ist das? Ein helles Licht. Ah, der Lichtgeist. Ich bin die, nach der ihr gesucht habt. Ich wurde von diesem Ding festgehalten. Endlich bin ich frei. Die Fee hat mir von euch erzählt. Ihr habt viel Arbeit für euch. Ich bin genau wie die Fee. Ohne Mana kann ich nicht leben. Also helfe ich euch, Mana zu retten. Kannst du uns sagen, wo der Mana-Stein des Lichtes ist? Er ist gleich über uns, aber wir können ihn von hier aus nicht erreichen. Keine Sorge, er ist momentan in Sicherheit, solange die Kraft des Mana besteht. Lass uns meine Freunde finden und dann ins heilige Land reisen, einverstanden? Laterna schließt sich auf. Ja, das ist doch ein süßes Ding. Ein Loch, ist das eine Abkürzung? Gehen wir gucken. Ah, das ist sehr schön, man wird immer ziemlich aufgefüllt. Diese schöne Anschlussung. So, wenn wir jetzt einen der Magiecharaktere dabei hätten, hätten wir mit dem nächsten Level ab einen Zauber gelernt, den sie mit Laterna ausführen können. Aber wie gesagt, für uns dauert das noch. Ist denn Duran eben hingelaufen, der Depp? Tschüss, du tun, ja, ich bin wieder die Fee. Auf geht's. Wo wollen wir überhaupt hin? Ah, die Biesten. Hey, was soll das? Ihr habt die Barriere um Wände gesenkt. Ich danke euch, Invasion kann nun beginnen. Hahaha. Ja, das ist übel. Lasst uns gehen. Ja, was ist mit uns tun sollen, wenn ich hier nach Wände. Was soll ich machen? Ja, bin ich natürlich tot. Bin ich besser gefallen. Aber wie ich getan habe, hat es trotzdem. Ach, wir kriegen wieder Geschichtenzeit. Ich sehe nur eine Wolkendecke. Ja, endlich mal. Wald. Mit Wald und Wolkendecke? Oder soll das Schnee sein? Oder ist das die schwebende Insel im Himmel? Das würde passen zur Wolkendecke. Na, wann sind wir denn endlich mal da? Ach, ich glaube, das ist von oben. Der Mana-Baum. Der sieht ziemlich verdächtig nach einem Baum aus. Das rotiert. Ein Mond und Nordlicht, also der Hintergrund ist ziemlich beeindruckend, muss ich zugeben. Wird es Nacht? Wo es Nordlicht gibt, wird es doch nie Nacht, oder? Oder wie war das? Es gab 6 Monate Nacht und 6 Monate Tag. Das Mana-Schwert und die Feen sehen alle gleich aus. Das müssen Fehlinge sein. Oder einfach eine Faulheit der Sprite-Entwickler. Oh nein, der Baum. Wir müssen zum Priester und den Helden finden. Wir haben nicht viel Zeit. Was ist dem Baum denn passiert? Das sieht ganz normal aus. Oder hat das was mit dieser Nacht zu tun gehabt, die da passiert? Und die Feen fliegen über die Wolkendecke. Also die erste macht aber schnell schlapp. Ich kann nicht mehr. Wir sind fast da. Ich schaffe es nicht. Ich gebe dir meine Kraft. Die erste macht schlapp. 3 sind nur übrig. Die nächste. Wir können auch nicht mehr. Du bist unsere letzte Hoffnung. Nur noch eine Fee ist übrig. Sie macht auch schlapp, aber sie gibt nicht auf. Mann, von den anderen bin ich jetzt aber enttäuscht. Wir sind im Gefängnis. Wo bin ich? Wir haben Gefängnis. Ach, na toll, die haben uns fast getötet. Da drüben ist ein Mädchen, aber... Hier geht's raus. Rauslassen. Nö. Ihr wurdet aufgefangen.
Ja, reden wir mit dem Kind. Dem Mädchen. Hey, jemand da? Wo bin ich? Ich bin Lizzie aus Rolante. Ich kam aus der heiligen Stadt, als sie mich fingen. Aber keine Sorge, überlass das nur mir. Ich werde uns schon hier rausholen. Sie hat wohl einen Plan. Hey, Ruhe. Entschuldige, ich glaube, ich hörte jemanden graben. Jemand könnte fliehen. Was? So einen blöden Trick fällt der rein. Nicht wahr, oder? Da, diese hintere Wand. Hey, du hast mich reingelegt. Also selbst schuld. Tut mir leid, aber bitte bleibe für eine Weile hier. Haha, das findet sie witzig. Das war ja auch selten dämlich. Offen. Vielen Dank, Mädel. Sind alle in Ordnung? Dann lasst uns gehen. Wir müssen hier verschwinden. Man munkelt über ein Schiff, welches bald ablegt. Schnell zum Hafen. Und damit hat sie sich uns angeschlossen. Die Amazone. Level 4. So, ein bisschen schwächer als wir. Aber egal. Sammeln wir schnell. Sammeln wir ein bisschen weibliche und auf die Zunge. So, wir wollen speichern. Ja, feste Stadt, ja. Ich liebe einfach die Jagd. Ach, wir waren hier. Oh, Nacht. Nacht, sehr schön. Klasse. Natürlich Nacht, sonst wären es ja keine Wölfe. Was macht ihr beiden Treppen da? Komm her. Ach, nein, die schießen sich da raus. So, jetzt habe ich's. Ich muss doch diese Strategie einstellen. So, haben wir sie. Sie soll bitte Kevin helfen. Und die Wirbel mit Lanze benutzen. Die konnte später noch echt nützliche Magie. Die habe ich nämlich schon ein paar Mal auf einem sehr hohen Level gehabt. So, Glückwunsch. Also, wenn ich mich recht erinnere, sind doch Mana waren die Wirbel mit Lanze sau stark. Hier sind das Level 3 Gegner. Aber ich finde es ja irgendwie echt cool, dass der Name gesagt wird, nach das Level über den Gegnern ist. Naja, immer diese Verhandlungssequenz. Aber dafür hauen wir dann noch richtig mal zu, wenn ich darf. Mal zuhauen, danke. Jede Menge Knochen. Hey, Moment mal, die hatten Hörner an dem Helm. Ein Bonbon. Lecker Bonbon. Ich will lieber Schokolade. Nächste Hülle und ich werde jetzt jenseits geschickt. Oder die Hülle. Das ist die Hülle. Schade. Mal hin, wenn man aus der Hülle kommt. Ich nehme an, dass so geschickt wird. Also eigentlich verprügelt Kevin da ja seine Artgenossen. Irgendwie ziemlich brutal. So. Ja, ist gut. Die Leute werden immer noch keine Waffen haben, weil sie wissen, naja, hier sind. Als Hülle. Och, du holst nur wieder ein Level ab. Ja, Agilität. Sollen wir alle Höllenhunde erledigen? Ich würde sagen ja, weil das, die Erfahrung von denen können wir echt gut gebrauchen. Und es ist nicht cool, hier als Werwolf rumzurennen. So. Gibt hier noch welche, sonst würde es heißen. Kommt her. Immer diese Wegfindung. Scheiß einer. Und das Gute ist, wenn man versehentlich diese Attacke gemacht hat, die Gute, dann die wird nur verschwinden, wenn man auch getroffen hat. Sonst kann man sie immer wieder benutzen. Ja, sieht. Sehr schön. Ruhe. Komm doch einmal mal. So. Das innen, aber wir wollen jetzt im Hafen. Jawohl. Schiff. Schnell, fährt da drauf. Seemann hilft uns. Wir müssen nicht mehr zahlen. Die Anker werden gestellt. Ja, der Anker ist immer nur ein Anker. Ja, wo weiß ich eigentlich hin? Hauptsache weg. So, da sehen wir die schöne Karte. Und auch wie das Schiff die Nacht wieder zum Tag wird. Die Sieg ist immer noch viel von Jade, aber ich werde richtig diese. Aha, das Geschehen wirklich aufs Schiff. Die Fee, uns fällt die Zeit davon. Wir müssen möglichst schnell die anderen Geister finden. Was ist das? Das Fee freut aus dem heiligen Mana-Land. Ich und Fee, wir suchen die acht Geister, um das Tor zum Mana-Land zu öffnen. Also bist du der von der Fee erwählte? Der Priester des Lichtes hat mir viel von dir und dem Mana-Schwert erzählt. Ja, sie war sie auch da. Dann habt ihr auch eure Kunde? Na, erzähl uns deine Kunde.
Mädchen. Na, doch mal Zeit. Das ist eine lange Geschichte, aber gut. Das ist auch eine dieser spielbaren Vorgeschichten. Alle Geschichten, die dir erzählen, kann man tatsächlich so spielen, wenn man die als Hauptcharakter auswählt. Ich bin die Prinzessin von Rolante und führe in der Amazonenarmee nach meiner Mutter. Oh, eine richtig hohe Persönlichkeit. Die Wüstenräuber von Navarre benutzen Prinz Elliot, um in das Schloss zu gelangen. Der Winter normalerweise das Schloss schützt Verstummte. Sie nutzten die Gelegenheit, um Schlafmittel im Schloss zu verteilen. Dann töteten sie meinen Vater, den König, und entführten Elliot. Na, dem ist auch eine Menge Mist passiert. In Unterzahl und in dem Durcheinander, ich hatte keine andere Wahl als zu fliehen. Tja, Einführer muss übrig bleiben. Mein Ziel ist, Elliot zu retten, den Tod meines Vaters zu rechnen und Rolante wiederherzustellen. Vater sagte immer, der Priester des Lichtes aus Wendel könne in solchen Zeiten helfen. Ich hätte drücken müssen. Entschuldigung, dass ich es jetzt etwas zu lang habe. Da lassen. Fee, lass mich auch helfen. Ich weiß beim Aufbau beim Rolante. Entschuldigt bitte, ich habe mich verfasst. Also nochmal. Ich weiß, beim Aufbau von Rolante mitzuhelfen ist wichtig. Aber es wäre sinnlos, wenn der Mana-Baum verbergt und die Welt zerstört ist. Danke, Lisi. Und die Mana-Göttin erwacht, wird sie bestimmt beim Wiederaufbau von Rolante helfen. Richtig. Ja, wir haben es auch verstanden. Wir sind bitte Jungs. So, da ist unser Ziel. Wir gehen doch recht weit weg, wie man sieht. Das ist ziemlich weit weg von dem, von Jahren und Wendel. Da werden die Eastmänner wohl nicht so schnell hinkommen. So, wir sind da. Ja, die unabhängige Stadt. Ja, Wendel war auch frei. Okay, die Eastmänner sind noch nicht da, aber sie sind bald da. Das arme Wendel. So, ich werde beim nächsten Mal mit den Leuten hier reden. Ich würde jetzt gerne die Aufnahmesession beenden. Dazu muss ich noch ins Hotel und abspeichern. Und zwar will ich auch gerne noch schnell übernachten. Ja. Bitte am Morgen jetzt. Ich will gerade nicht in der Nacht aufgeweckt werden, weil ich will ja deine Stadt erkunden. Es sieht am Tag schöner aus. Das Mädchen schläft mit Stirnband, war genauso nackt wie die andere. Der Harzinger-Tag. Spiel speichern, bitte. So, das war jetzt der Anfang von dem Let's Play von Seconds zu 3. Das sind jetzt bestimmt ein paar Parts geworden. In der nächsten Aufnahmesession mache ich dann genau hier in Maya weiter und dann werden wir dann erstmal die Stadt erkunden. Ich danke euch fürs Zusehen. Freue mich über Kommentare. Sagt mir, wenn es euch gefällt. Sagt mir, was ich verbessern kann. Bis zum nächsten Mal.